Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr in ein paar Minuten eure eigene iPhone, iPad und Android und Windows Phone App erstellen könnt. Das geht ziemlich einfach mit The App Builder. Das ist ein Tool, das ihr einfach nutzen könnt, kostenlos. Und dann fangen wir auch mal gleich an. Wir müssen einfach auf die Website gehen, theappbuilder.com, und dann geben wir hier unseren Projektnamen ein für unseren YouTube-Kanal. Jetzt klicken wir auf Go Build. Natürlich könnt ihr hier keine Riesenspiele oder sonst was machen, sondern einfache Sachen wie RSS-Feed für Blogs, YouTube-Videos, Webpage, Twitter, Facebook, Kontakt, um so eine Kontaktseite einzurichten, News, Fotogalerie, Kalender, List und Sample-Page. Ich brauche nur die YouTube-Videos und Twitter und Facebook. Dann können wir auch schon, eigentlich haben wir jetzt unsere, eigentlich müssen wir nur noch das hier ausfüllen und unsere App ist fertig. Dann gehen wir mal unser YouTube Nutzernamen ein, Twitter und unseren Facebook-Link. Next und die App ist fertig. So schnell ging es. Nur noch, also da müsste jetzt noch eine Anmeldeseite kommen, aber da ich schon angemeldet bin, brauche ich das nicht machen. Dann könntet ihr hier noch die App herunterladen oder das Programm für Windows oder für Mac, das dann so aussieht. Da drin könnt ihr eure App sehen und nochmal visuell bearbeiten. Um das alles nochmal vor Augen zu haben, braucht ihr aber nicht machen. Deshalb gehen wir einfach mal auf Next, aber ich kann es euch kurz auch zeigen. So könnt ihr dann hier euer Programm sehen, eure App. Also falls ihr es nicht seht, einfach auf Load App und hier seht ihr die Projekte, nachdem ihr angemeldet seid. Einfach Load, okay, und dann seht ihr eure App. Ziemlich cool gemacht, Texte könnt ihr hier oben natürlich auch ändern. YouTube-Channel zum Beispiel, dann und, das ging nicht, das war der Username. Ups. Also, das könnt ihr natürlich dann nicht ändern, aber hier könnt ihr dann eure App nochmal anschauen, bearbeiten lassen und so weiter. So sieht dann die App am Ende aus. Okay, los geht's. Dann braucht ihr noch eine Beschreibung, YouTube-App. Und ein paar Keywords. Dann geht ihr auf Next. Hier könnt ihr für eure App ein Logo hochladen, also ein Icon. Sonst habt ihr dieses Draft-Logo, das hier zu sehen ist. Aber ich habe jetzt keins gemacht, also unnötig. Aber sonst einfach in Photoshop oder Paint, was auch immer, ein 512x512 Pixel großes Icon erstellen und einfach hochladen. Dann gehen wir auf Next. Hier stehen meine Daten, die ich natürlich gleich verbergen werde oder schon verborgen habe. Dann könnt ihr einfach, also hier müsst ihr nur da was eingeben, wo ein Sternchen ist. Und Next. Nun, eigentlich seid ihr jetzt schon fertig. Hier steht zwar Publish App, also damit ihr automatisch die App in diesen drei großen App Stores hochladen könnt, braucht ihr natürlich nicht machen. Keiner will $29 zahlen. Also, ihr müsstet jetzt eine E-Mail bekommen haben, in der der Download-Link steht. Ich guck mal kurz nach. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir für iPhone und iPad und für Android. Klicken wir einfach auf, kommen wir auf eine Seite und wir können die APK-Datei herunterladen. Da ist der Download. 11 MB groß. Nun, das war's jetzt eigentlich zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ziemlich einfaches Tool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.